Es geht dahin. Klack, 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 klack. Episode nach Episode nach Episode. Hier bei Horizon Forbidden West. Wir haben jetzt in der letzten Episode erstmal die Opening Credits gesehen. Es ist Wahnsinn. Herzlich willkommen zurück. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Ja, Aloy hat Varl zurückgelassen in Meridian. Vielleicht kommt er ihr nach, aber langsam müsste er sich auch schon verarscht vorkommen. Er sagt immer, hey, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Und sie sagt, nein, 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 nein. Und ja, lass sie doch in Ruhe. Ist ja egal. Machen wir nur ganz schnell. Wir sind jetzt in der nächsten Mission. Letzte Episode war die Spitze des Speers. Jetzt sind wir in. Schauen wir mal eben. Ganz kurz, Quests an den Rand des Abgrunds. Und wir können neue Fertigkeitspunkte vergeben. Wir haben einen weiteren. Gehen wir wieder in den überlebenden Ast für die passiven Fähigkeiten. Hier fehlen uns was. Was brauchen wir dafür? Ach, mein Hund. Der mag sein Bett nicht. Der ist egal. Genau, automatische Regeneration, das werden wir mal angehen hier. Ah, dann sieht man, was ist als nächstes. Trankgeschick, passive Stärkung. Ja, mehr Heilung und alle Tränke werden schneller konsumiert. Okay, und da haben wir Abprallbombe. Feuer Sprengstoffbombe ab, die mit jedem Abprallen bis zu 3-mal stärker wird. Das ist interessant. Waffentechnik erkennbar in der fünfeckigen Form. Aha, Kategorie, einen krassen neuen Angriff. Und für alle Waffen ihrer Klasse frei. Für die Sprengschlacht. Okay. Waffentechniken verbrauchen Waffenausdauer, die sich mit der Zeit regeneriert. Dreifach Häcksler. Häcksler-Handschuh? Was ist denn das für ein geiler Scheiß? Aber ich freue mich schon auf die Waffentutorials hier. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Okay. Welche Maschinenarten machen die Probleme? Bösartige. Und zwar jede Menge. Man nennt sie Dornrücken. Seltsam ist, dass sie nicht aus dem Schrecken stammen. Sie tauchten plötzlich einfach auf. Keine Jäger, die sie töten. Oh, wir haben Jäger. Nur niemand, der Ulvund verärgern will. Er ist der selbsternannte Boss von Kettenkars. Der Arbeitsstopp war seine Idee. Naja, also ich bin nur auf der Durchreise. Ich muss zu einer Gesandtschaft. Sag das doch gleich. So bald wird die nicht stattfinden. Was willst du damit sagen? Nur wirst du, wenn meinen Rückweg auf den Berg hörst nicht verweigern. Das ist deine Antwort. Wer ist das? Ein Kaja Sonnen. Du wirst mich nicht. Hab ihn gestern runtergebracht, etwa eine Stunde bevor die Maschinen kamen. Er ist ein sehr wichtiger Mann, sagte er. Gesandtschaft in Fahrlicht? Er ist der, der sie leiten soll. Ha! Klasse. Wenn du nicht sofort tust, was ich sage, erfährt der Sonnenkönig selbst von deiner Anmaßung. Dank dir musste ich die Nacht frierend im Zelt verbringen. Völlig ungeschützt. Ich bin fast gestorben. Mich willst du nicht fahren, aber das... Das... Was? Das Nora-Mädchen? Die Wilde? Zur Seite, tauge nichts. Wadis, das ist Aloy. Gelehrter Wadis. Aloy, die Retterin von Meridian. Wirklich? Nun, das lindert die Kränkung, schätze ich. Ich komme wegen der Gesandtschaft in Fahrlicht. Wie ich höre, du auch. Tja, nicht solange das Tal infiziert ist. Und so erklärte Araman, die Sonnenpriester zu kostbaren und würdigen Hütern. Siehst du, die Schrift. Ich ziehe weiter nach Fahrlicht, wenn der Hauptmann der Garde mir sagt, dass der Weg frei ist. Nicht einen Moment früher. Gut. Der Hauptmann ist ein Freund von mir. Wo ist der Rent? Ich würde gern mit jemand reden, der Taten vorzieht, nicht Schriften. Wadis, gelehrter Wadis. Gelehrter Wadis sandte Erend und noch eine Garde am Morgen los, den Weg zu bahnen. Und so geschah es. Hey! Sch! Weiter das Tal runter? Ja, sie wollten in den Ruinen links nach Spuren suchen. Dort gingen sie hin. Okay. Ich hörte, es herrscht Arbeitsstopp. Wo kann ich Sachen herstellen? Der Schmied in Kettenkratz lässt sich bestimmt seine Werkbank nutzen. Für die Dornrücken
solltest du dir Säurepfeile herstellen. Triff ihre Kanister damit und schalte sie schneller aus. Danke. Ich suche Erend und bring ihn zurück. Hey! Wo willst du denn hin? Na, zum Gipfel, um in Sicherheit zu warten. Tut mir leid. Der Fahrer hat strenge Befehle. Keine Passagiere bis zum Pfiff, stimmt's? Ganz genau. Fang mal an zu kurbeln. Wieso? Joruf, geleitest du bitte den Gelehrten nach Kettenkratz und wartest da auf mich? Schon dabei. Ich finde Erend und mach den Weg frei. Aber danach keine Ausreden mehr. Fahrlicht. Gesandtschaft. Wenn dies der Wille der Sonne ist. Das wird es. Vertrau mir. Ich mag sie. Sie ist einfach genauso, wie sie sein soll. Beinhart. Wie ein Rocker. Okay. Was kann ich hier alles machen? Ich muss Erend finden. Säurepfeile brauche ich. Aber ich sollte vorher meinen Bogen in Kettenkratz verbessern. Yes, Bogen verbessern. Ich freue mich so. Ging das beim alten Teil auch schon? Ich weiß nicht mehr. Ich habe so viel in der Zwischenzeit schon gespielt. Da, ich glaube, Horizon Zero Dawn geht sogar bis Mai hinein. Mal schauen, wie lang das hier geht. Ob das bis in die zweite Jahreshälfte vielleicht sogar geht. Oh, schau mal, da kann man runter. Was ist eigentlich unser Ziel jetzt? Nach Kettenkratz finde Erend. Begibt sich zu Erends letzten bekannten Aufenthaltsort. Okay. Lagerfeuer! So können wir speichern, genau. Da gibt es so viel zu erklettern und Zeug und mach was nicht alles noch. Wildtierkill. So, was können wir da? Wildschweinknochen haben wir sogar gefunden. Wie nice. Können wir damit nicht unser ganzes Zeug? Daneben. Wieso? Ich drücke die ganze Zeit auf den Speer und sie tut nichts. Nichts nämlich. Sie ist so langsam. Es ist Wahnsinn. Und es gibt ja nicht mal Verderbnis hier. Mann, sie ist so langsam. Sie ist so langsam mit dem Nahkampfangriff. Das ist fantastisch scheiße. Schau dir das an. Sie trifft nicht. Es ist... Oh. Gott, Alter, ist das eine Scheiße. Nur weil ich mich wieder verdrückt habe. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Es ist Wahnsinn. Krieg alle Zustände da. So. Jetzt haben wir das. Du schlaf weiter, Hund. Lass dich nicht ablenken von mir. Wie soll er schlafen, ja? Das ist die nächste gute Frage. So. Schauen wir uns das mal an. Aha, schau. Begib dich nach Kettenkratz. Begib dich zu Erend. Na, ich will jetzt mal schon nach Kettenkratz hier. Und wisst ihr, was ich noch will? Ich würde gern wissen. Da war doch was. Sag mal. Ja, genau. Was sind das? Unbekannt? Unbekannt. Keine Ahnung, aber was heißt unbekannt? Ich will mal zu unbekannt. Schaut, die werden jetzt sogar markiert. Interessant. War das schon vorher markiert?
Stein. Fallen lassen, abspringen. Ist okay. Oh. Oh, wieder was Seltenes. Nice. Diesmal reichhaltiges Fleisch. Zeug. Und Zeug. Natürlich zu... Oh Gott. Ist das weit oben? Wie kommt man da rauf? Können wir das erklettern? Sperrenhaut. Das ist, glaube ich, alles Zeug, das wir wieder brauchen können, um unsere Beutel zu verbessern. Jetzt kann ich mich nämlich wieder erinnern. Das gab immer Beutelverbesserungen. Ist das cool? Man kann echt viel erklettern hier. Sie ist Wahnsinn. Beste Kletterin. Oh ja. Sammler, irgendwas war da zu sammeln. Hier auch. Kühlsaft und Metallscherben. Ziemlich heruntergekommen hier. Das auf alle Fälle. Was ist los? Spring jetzt. Auf mit dir. Kann ich da nicht. Zwischendurch ist es echt umständlich, hier herumzugehen. Blockierter Weg. So heißt das hier? Nett. An denen komme ich nicht vorbei. Am besten lasse ich das erstmal. Was ist an denen? Nein, das ist ja so eine Metallblume, oder? Nicht? Ach Mann. Schade. Also irgendwas bringt das sicher, aber ich bin noch zu früh dran, glaube ich. Okay, das bringt nichts, aber wir können hier klettern. Frag mich, was oder wozu das gut ist hier. Und warum ich hier raufklettere, ich weiß es ja selbst nicht. So. Sachen für den Vorrat. Sachen für den Vorrat, da hast du recht. Das Beste, Aloy. Das ist knapp. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendein Gerät. Das Metall spiegelt die Sonne und schickt ein Signal. Da ist es so umständlich, die Steuerung. Sie auf einmal stürzt sie ab später dann. Signallinse, Linse des Morgens. Sieht wie eine Linse aus. Ton wieder mal abgestürzt. Die behalte ich super. Erst mal. Aber wenigstens können wir da runter schnell. Klassische Abseiltechnik von Aloy. So macht man das. Brrr, jetzt wäre ich fast schon wieder daneben gesprungen. Alter, das ist immer knapp. Heilige Scheiße. So. Wir müssen ja ganz woanders hin. Oder? Nein, muss ich nicht. Ich muss eigentlich genau dorthin, nach Kettenkratz. Komischer Name. Ah, jetzt verstehe ich. Moment, jetzt verstehe ich. Ach, scheiße. So. Mit diesem geführten Blödsinn.
Brotkrümel-Navigation. Wegpunkt. Also wenn wir darauf entdecken gehen. Es ist nicht anders. Es ist absolut nicht anders. Muss ich mal schauen. Hier ist 1, hier ist 2. Okay, ich glaube, der Weg passt schon. So wie wir ihn gehen. Nicht ganz eigentlich, aber egal. Wir könnten uns da natürlich jetzt fallen lassen. Und einfach uns abdingsteln. Warte mal. Was ist das hier? Kann man das sammeln? Achso, das ist ein Einhakpunkt, okay. Okay, geh einfach runter, bitte. So, perfekt. So viele Viecher. Sollte das Viech nicht schon tot sein? Das muss Kettenkrat sein. Joruf meinte, hier könnte ich meinen Bogen verbessern. Könnte auch was mit meiner anderen Ausrüstung basteln. Sag mal, gibt's da jetzt immer was Seltenes bei Wildschweinen? Schon wieder Wildschweinhaut, das ist ja nice. Das war in der letzten Episode, im ersten Teil, weit schwieriger, hier was Gescheites zu bekommen. Hey, was haben wir denn hier? Ich sehe da hinten doch was. Kleines Vorratslager. Was ist denn das? Bitterkraut. Das ist neu. Und hier sind auch schon Quests markiert. Das Ding ist, von hier aus komme ich leider nicht rein. Schwimm mal bitte gemütlich. Sie kann ja viel mehr erklettern jetzt in dem Spiel. Lässt sich fast alles hier klettern. Fahrlicht. Okay. Man muss vorbereitet sein. So ist es. Kettenkratz. Da bin ich mal gespannt. Eine Fremde nähert sich. Ist das die Retterin? Möchtest du rein, Retterin? Kettenkratz. Willkommen in Kettenkratz, Retterin. Macht auf, Jungs. Befehl von Joruf. Mir soll's recht sein. Bei der Schmiede. Peter? Aloy, was machst du denn hier? Wird Zeit, dass in diesem Loch mal was Nettes auftaucht. Schön, dich zu sehen. Und keinen Moment zu früh. Komm schon. Die Brauerei ist das Einzige, auf das man hier zählen kann. Hab's gehört. Die Maschinen, Arbeitsstaub. Oh, das sind nur die neuesten Störungen. Kettenkratz pfiff immer schon aus dem letzten Loch. Ja. Und da ist auch schon das größte nicht Problem. Unser Land, nicht unser Problem. Die Dornrücken sind jedermanns Problem. Orwind? Du hast von ihm gehört. Ja. Zu seiner Geschichte trinkt man am besten ein kaltes Bier. Peter. Ich bin nur auf der Durchreise. Nach Westen. Oh. Die Gesandtschaft in Fahrlicht muss stattfinden und dann zieh ich weiter. Ah, natürlich. Wichtige Dinge zu tun. Tja, Flammenhaar. Schön, dich zu sehen. Wenn du weiterziehen musst,
Petra. Aber wenn du ein kaltes Bier trinken und mit einer Freundin lachen willst, komm in die Brauerei. Wie du willst. Dieser Irrwind riecht nach Ärger. Vielleicht kann Petra Hilfe brauchen. Aber zuerst muss ich die Werkbank finden und meinen Bogen verbessern. Tja, ja. Verbessere deinen Bogen. Das machen wir als allererstes. Ich habe da drüben auch ein Quest gesehen. Zwischen Lagerfeuern kannst du schnell reisen. Ohne ein Schnellreisepaket. Na, danke schön. Na, Gott sei Dank. Da unten sehe ich schon lauter Quests. Versuchen wir mal unser Glück. Was bist denn du? Die Werkbank ist. Der Laden sieht zu aus. Yep. Kann ich trotzdem an die Werkbank? Ich werde dich nicht aufhalten. Es ist eben einfach. Das war ein schnelles Gespräch. Der Laden ist zu. Mhm. Waffen-Upgrades. Okay, schauen wir uns das mal an. Als erstes, die Frostsprengschleuder könnten wir updaten. Diese Ausdauer speziell dafür, aha, Frostbomben, brüchig, aha, verbessert Waffenstatistiken, na toll. Also der Bogen ist mal Nummer 1, ne? Ausgewogene Allzweckbogen, der von Nora-Jägern eignet sich am besten für Kämpfe auf mittlere Distanz. Er kann verbessert werden, um damit größeren Schaden zu erteilen oder Säureladungen abzufeuern. Das wollten wir ja. Schaltet neue Munition frei. Das machen wir. Ach, schau dir das an. Metallscherben, geflochtener Draht, Gräberzirkulator und Gräberklanghülse. Sowas haben wir noch nicht, aber dafür Säurepfeile reicht's mal. Yeah, Säurejägerpfeile. Und das nächste können wir auch schon machen, wie es ausschaut. Oder? Also, das macht nur Vorteile, nichts. Okay, ist egal, er wird einfach stärker. Das passt. Da fehlt uns ein bisschen was. So, auch die Frostschleuder können wir verbessern. Sehr gut. Dornrückenzirkulator fehlt uns hierfür. Aber wenigstens haben wir das. So, Outfit-Upgrades. Nora-Gesalbte. Abgenutzte Rüstung. Okay. Warte mal, schauen wir mal, was braucht man dafür? Robuste Panzerplatte. Was haben wir denn hier? Säure, Widerstände, Nahkampf und Stoß, damit wir wenigstens irgendeinen Widerstand mal haben. Das wäre ja gar nicht so blöd. Konzentration. Regeneration, wirksame Medizin. Cool. Dann hier auch Konzentration, Regeneration, Nahkampf, Stoß, Schock, Säure. Perfekt. Das gefällt mir. Reishorngeweih bräuchte man hier. Es ist aber wurscht. So, Beutel-Upgrades. Das ist noch viel, viel wichtiger. Der Rohstoffbeutel, eine Menge an Rohstoffen, können wir eh noch nicht, gell? Da fehlt die Wildschweinhaut. Aber Wildschweinknochen haben wir für den Bombenbeutel. Für den Jäger, aha, Waschbärhaut, Eichhörnchenknochen, Eichhörnchenhaut. Okay, aber Bombenbeutel erhöhen wir mal. Sprengschleudermunition, das ist nicht so verkehrt. Cool, das passt. Du kannst gerne die Werkbank. Dankeschön. Eine Munition, die Säureschaden verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Scanne Gegner mit dem Fokus, um herauszufinden, ob sie säureanfällig sind. Gegner mit Säure zu treffen, baut ihren korrodierten Zustand auf. Sobald dieser Zustand aktiv ist, nimmt ihre Rüstung Schaden über Zeit und der Widerstand gegen Schatten ist geringer. Triff Säurekanister mit Pfeilen, Säurepfeilen um zu sprengen, Säurekanister mit Säurepfeilen sprengen. Interessant. Aber diese Erklärung hat gefehlt im ersten Teil. Die ist nur indirekt gekommen über die Jägerquests. Das heißt, wir können uns jetzt mal Säurepfeile haben wir. Bomben werden wir noch bauen. Genau. Super. Jetzt müssten wir an sich Ehren finden, aber was ist denn hier? Ich glaube,
Das ist dein Vorrat. Er kann in jeder Siedlung, aber auch an vielen anderen Orten der Welt gefunden werden. Wenn du Objekte aufsammelst, die du nicht mehr tragen kannst, werden sie stattdessen an deinen Vorrat geschickt. Das ist mal neu. Von dort aus kannst du Objekte individuell zurückholen oder deine Ressourcen aufladen, indem du... Aha. Ach du Scheiße, wie geil. Vorrat öffnen. Ja, ist ja geil. Alle Kategorien auffüllen, ist aufgefüllt. Cool. Ein Vorrat schadet nie. Ja, so ist es. Alter. Das ist neu, das ist geil. Wie heißt das hier? Knochenkratz? Nein, nicht Knochenkratz. Kalikratz? Ich glaube, ich mache dem Hund jetzt was zu essen. So. Mann, wie heißt's hier? So, komm, hilf mir. Kettenkratz, okay. Und bei dir? Gibt's was? Sind die Zwillinge? So, ein Haufen Quests hier, ein Haufen Quests. Fangen wir mal mit Quests hier an. Würde ich sagen. Kettenkratz gefällt mir. Und mir gefällt es auch, dass es schon einen Haufen Nebenquests gibt. Macht doch Spaß. Und bevor wir die Quest angehen, gibt es mal Futter für den Hund und einen Cut.